Heimatland. Es wird immer spannender. Und eigentlich wollte ich mich heute nicht melden, aber jetzt fängt der Woke-Wahnsinn auch noch so doll an, dass die Bild-Zeitung darüber mehrmals berichtet und ich werde euch das verlinken. Ich zeige euch nur ganz kurz, worum es geht. Also, ja, was hat das letzten Endes alles mit dem Buch zu tun? Warum ist das schon wieder ein Nachtrag wert? Ganz einfach, das sind diese Typen, die sonst wirklich zu nichts zu gebrauchen sind und die sich deswegen wichtiger machen, als sie wirklich sind. Damit sie von irgendjemandem angesehen werden. Ein Verlust an Ansehen. Ihr könnt ja selber nachgucken. Ich habe ja hier immer, wenn ihr das Wort Nachtrag bei der Kanalsuche bei mir eingibt, dann werdet ihr was finden darüber, auch darüber, dass das wirklich die Leute sind, die sonst keiner angucken würde. Aber ihr könnt auch das Buch kaufen, das ist jetzt Eigenwerbung, weiß ich. So oder so, es reicht langsam. Mein Gott. Na, wie komme ich drauf? Ganz einfach. Bei der Startseite habe ich von Akademie Radi, wieder vielen Dank für den Tipp, habe ich diesen Link gesehen. Mathe ist jetzt rassistisch, weil sie von Weißen stammt und dann dazu der Link. Ich werde euch alles verlinken. Und natürlich meine Eigenwerbung auch, aber jetzt mal zu den Links. Die Bild-Zeitung berichtet, Mathe soll jetzt rassistisch sein. Warum? Naja, weil das alles so schlimm ist und eine der Methoden, Lehrer sollen es im Matheunterricht vermeiden, die Schüler bei Rechenaufgaben nach der richtigen Lösung zu fragen und so weiter und so fort. Es wird immer bescheuerter. Also, Junge, Junge. Dann der Artikel, worauf hier verlinkt wird, worauf in diesem Artikel unten verlinkt wird, hier unten nachkommen, hier diese drei Artikel. Weil das aber verschwindet, werde ich euch die Links dazu auch mit anfügen, damit das nicht verloren geht. Sonst sucht ihr euch dumm und dämlich, das muss auch nicht sein. Also, Woke-Wahnsinn in Deutschland, wie wache Aktivisten bestimmen wollen, was wir noch sagen und tun dürfen. Bild regt sich auf, es reicht auch wirklich. Also ich habe das auch wirklich langsam satt. Ja, manchmal lache ich drüber. Ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht Lachen der Verzweiflung über so viel Blödheit. Blöd heißt ja abgestumpft, ne? Also Menschen, die sonst wirklich keiner mehr angucken würde, die machen sich wichtig. Junge, Junge, Junge. Oder. Das Auswärtige Amt, der gute Herr Maas, ach, der Schöne, weil Mitarbeiter zu blass und männlich sind. Ja, stimmt, Männer will auch keine heutzutage mehr. Und damit die Männer noch männlich aussehen, setzen sie sich dann schnell noch Bärte an und Brillen auf und machen sich richtig gefährliche Haarschnitte. Macht der nicht, er ist ja Manns genug. Ja. Gut, also deswegen soll das Auswärtige Amt auch noch Woke werden. Heieiei. So, und dann haben wir noch sowas. Selbst Obamas Töchter haben genug vom Tugendterror. Leute, ey, wirklich, also ich kann nur sagen, macht was, aber macht es gut, wirklich. Damit der Wahnsinn wirklich mal später nur noch zum Lachen ist. Damit wir später mal sagen können, boah, das war knapp. Hier haben fast nur noch die Verrückten übernommen. Das darf nicht mehr sein. Junge, Junge, Junge. Also, einen schönen Nachmittag und Abend und macht was, aber macht's gut, ne? Bis denn. Tschüss.